Hallöchen und willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey. Wo es mal wieder alles versaut hat, was man nur versauen kann. Ist doch wieder typisch gewesen, ne? So, wir sind hier in die Kakteen reingefallen, die, wo wir jetzt drüber diskutiert haben, gar keine Stacheln mehr haben. Wir wissen aber noch nicht den Fall, wieso, weshalb, warum. Es wird spekuliert, dass Rufus die wahrscheinlich alle abgeerntet hat. Oh Mann. Oh, schwarzes Brett, ich sehe einen Hasen. Das Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Oh Gott. Frag Poki. Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Was? Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Frau Hinkel vermisst ihre Macht, der so viel. Ich glaube, wir sind durch auf dem schwarzen Brett. Nicht nur auf dem schwarzen Brett. Oh Mann. So, wie es mir scheint, können wir nicht nach unten. Was ist denn das hier mit dem Stier? Wie langweilig ist das denn? Eike geben ab 6. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Sonst können wir nichts mit dem Ding machen. Auch nicht schlecht. Ach ja. Kann es möglich sein, jedes Mal, wenn wir irgendwie fliegen, verlieren wir alles? Ist doch nicht mehr normal. Das ist der Koffer oben mit dem Proviant und Socken. Socken hatten wir eigentlich schon verwendet, ne? Ne, eine Socke hatten wir verwendet. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ah. Von innen? Ist aber auch zu. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Na, wenigstens etwas. Das ist, können wir auch weitermachen? Das waren jetzt Windschutz. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Was? Was liest der da vor? Oh Gott, ey. Na gut, zum Dorfkern. Dann kriegen wir denn alles auf den Dorfkern? Oder wollen wir es Boogie fragen? Okay. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay. Na gut. Wollen wir Poki oder lassen wir es noch sein? Eins von beiden. Poki, den etwas spoilerigen. Mach weiter. Ohne Poki. Okay. Dann machen wir es mal weiter ohne Poki. Ich weiß noch gerade nicht, was das sein soll. Zum Wassertank. Hahn des Wassertanks. Irgendwie fehlt die Musik gerade. Musik ist verstummt. Besser laufen. Denn das hier eigentlich alles? Das Rathaus, die Schiebe vom Rathaus. Mal gucken, was haben wir denn da? Ins Rad. Hey!
Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Wie alle anderen auch. Und nehmen wir denn jetzt eine Nummer? Ich hasse Schlangen. Ah, Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Fehlt nur eine 6, ne? Was haben wir denn da? Magnet. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Okay, wofür wir die auch mal brauchen. Ich bin mal gespannt. Da können wir jetzt rausgehen, das wollen wir aber nicht. Wir haben hier drei Kollegen, die sind wahrscheinlich vor uns dran. Die Guts sind da hinten im Hintergrund. 69, klar. Jeder nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich. Selten so dämliche Hüte gesehen. Selten so dämlich. Okay, sagt er bei jedem? Sagt er bei jedem. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Okay, Dine, ich glaube, du könntest sogar recht haben. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann! Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Weiter? Okay. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Oh Mann, oh Mann. Ich verschwinde. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was.
Okay. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Alter, der Typ, der das gesprochen hat, der hat doch nachher keine Stimme mehr gehabt, oder? Oh Mann. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, da kommen wir so gesehen nicht weiter. Poststelle öffnet um. Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Oho. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Alter Schwede. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Aber zum Sitzungssaal. Ah. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan.
Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. keine Ahnung, wem der Koffer gehört. Keine Ahnung. Aber irgendwie hat hier fast alles nur mit Koffern zu tun. Aber habt ihr was gemerkt? Da war ein Fehler im Skript, ne? Da war ein Fehler im Skript. Der ist hier hinten reingegangen. Dann war er kurz wieder rausgekommen und dann war er hier plötzlich. Da war wohl ein Fehler im Skript. Oh Mann. Ja, aber die Lotti, die ist auch nicht schlecht, ne? Die, der. Aber um ehrlich zu sein, der Typ, der die Lotti da gesprochen hat, der hat doch nachher keine Stimme mehr gehabt, oder? Das kannst du mir nie weismachen, dass der danach noch eine Stimme hatte. Oh Mann. Regiefehler, ja. Scheibe Montagskaffee, genau. So, Gizmo. Hey, Gol. Gol. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Gizmo ist Arzt, Polizist Mann. Und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? So, was haben wir denn hier? Wo wir gerade beim Thema sind. Auf welchem Thema? Montagskaffee? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ich werde sie retten. Ha. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Noch schönes Was hier. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Okay, das ist die gleiche Frage. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Mann. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl. Okay. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt. Vereinig alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Doch kein Notfall.
Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Okay, wir haben keinen Notfall. Mal gucken. Na, vielleicht kriegen wir demnächst noch einen. Mal gucken. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Einfach so was wert, ne? Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst. Vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Okay. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. So, hier kommen wir jetzt natürlich erstmal nicht mehr weit her. Wir müssen ja, die Lotti muss irgendwie mal weiterzählen. Mal gucken. Müssen wir unseren Kollegen erstmal irgendwie zu Lotti bringen. Wie wir das auch immer machen werden. Ich weiß es nicht. Eieieiei. Ich bin mal gespannt, was bei der nächsten Folge alles anstellen werden. Ja, also, ich hoffe natürlich, dass euch allen das Live-LP bis jetzt gefallen hat. Und würde mich natürlich auch mal freuen, wenn ein paar YouTuber mit bei einem Live-LP oder was dabei sein würden. Beziehungsweise, wenn ihr auch mal bei so einem Spiel mitwirken wollt. Schaut doch einfach mal unten in der Videobeschreibung nach, dort sind meine Streaming-Kanäle verlinkt. Bezüglich noch Facebook und Co. für weitere Fragen und Ankündigungen. Und dementsprechend wünsche ich allen YouTubern jetzt natürlich noch weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Davilo und tschüss.